Die Headlines des Tages: Richtungsentscheidung bei Wahl in Georgien, Trauerfeier für Gülen in den USA und SPÖ und ÖVP starten Sondierungsgespräche. Georgien wählt am Sonntag. Bei einer Großdemonstration in der georgischen Hauptstadt Tiflis gehen Zehntausende Menschen für eine Annäherung an die EU auf die Straße. Die ist derzeit aber in weiter Ferne, denn die Regierungspartei Georgischer Traum hat sich zuletzt immer mehr an Russland angenähert. Bei der anstehenden Parlamentswahl geht es genau um diese Frage: EU oder Russland? Die Regierung hat ihre Kampagne ganz auf die Angst vor einem Krieg mit Russland wie in der Ukraine ausgerichtet. Auf diesem Plakat steht: Nein zum Krieg, wählen Sie den Frieden. Das scheint durchaus zu verfangen. Wenn der georgische Traum gewinnt, gibt es keinen Krieg. Sie zu unterstützen heißt kein Krieg. Mit Gesetzen im Sinne Russlands hat die Regierung zuletzt den Zorn der EU und der USA auf sich gezogen. Brüssel fror den EU-Beitrittsprozess ein, die USA verhängten Sanktionen. Dabei sind Umfragen zufolge viele Georgier für eine Annäherung an die EU. Falls die Regierung die Wahl gewinnt, will sie die Opposition per Verfassung verbieten. In Augusta im US-Bundesstaat New Jersey haben tausende Menschen Abschied vom verstorbenen türkischen Prediger Fethullah Gülen genommen. Dessen Organisation bezifferte die Teilnehmerzahl bei der Trauerfeier auf 10.000 Menschen. Gülen, der Erzfeind des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, war am Sonntag im Alter von 83 Jahren im US-Exil gestorben. Der islamische Prediger hatte über Jahre hinweg in der Türkei und anderen Ländern ein Netz an Bildungseinrichtungen aufgebaut. Er war zunächst mit Erdogan verbündet gewesen, später überwarfen sich die beiden aber. 2016 beschuldigte Erdogan ihn, hinter dem Putschversuch in der Türkei zu stecken. Gülen war bereits 1999 in die USA ausgewandert. 2017 wurde ihm die türkische Staatsbürgerschaft aberkannt. In den vergangenen Jahren hatte er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. ÖVP und SPÖ starten heute die Sondierungsgespräche für eine neue Regierung. Organisatorisches und inhaltliche Themenbereiche sollen zu Beginn geklärt werden. Bundeskanzler Karl Nehammer verteidigt in einem Statement seinen Auftrag zur Regierungsbildung. Ich selbst habe unmittelbar nach der Wahl vorgeschlagen und gefordert, dass der Auftrag zur Regierungsbildung der stimmenstärksten Partei erteilt werden soll. Der Herr Bundespräsident hat es anders entschieden, weil der Vorsitzende der FPÖ nach Gesprächen mit der ÖVP und der SPÖ ihm berichtet hat, dass er keine tragfähige Mehrheit für eine Regierungsbildung findet. Das bedeutet, Herbert Kickl ist gescheitert. Das sei auch der Grund, warum der Bundespräsident ihm den Auftrag zur Regierungsbildung gegeben hat. Ebenfalls für Freitag geplant war ein Treffen vom Bundeskanzler mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Grünen-Chef Werner Kogler. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at.